Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video, in diesem Tutorial, möchte ich dir zeigen, wie du die Assets-Funktion in Affinity Designer nutzt. Affinity Designer ist ein Programm, das du dir 30 Tage kostenlos herunterladen kannst zum Testen von Serif.com. Ich hinterlasse dir einen Link in der Infobox. Und zunächst einmal erstellen wir uns irgendein Dokument, Datei neu, und dann nehme ich hier ein 12x12 Dokument und erstelle das. Aber wie gesagt, es ist völlig egal, welche Größe dein Dokument hat. Es geht wirklich nur darum, dass wir mit dessen Hilfe die Dateien importieren. Im nächsten Schritt klickst du auf Ansicht und dann Studio und Assets. Und das ist unsere Bibliothek, in der wir die ganzen Scrapbooking-Kicks einfügen. Jetzt klickst du einmal auf das Pluszeichen, dann neue Kategorie erstellen. Und dieser geben wir jetzt auch einen Namen, indem wir noch einmal hier auf das Pluszeichen klicken und Kategorie umbenennen anklicken. Jetzt kannst du einen Namen vergeben, was immer du möchtest, aber ich würde sagen, das sind hier Digital Scrapbooking Kids, ja, weil da mehrere reinkommen und deswegen benenne ich das einmal so. Wenn du das getan hast, klickst du einmal auf OK. Und dann brauchen wir noch Unterkategorien, weil wir wollen in die Digital Scrapbooking Kids ja nun mehrere Kids einfügen. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Du klickst dann einmal nochmal auf das Pluszeichen, diesmal unter Assets, und klickst auf Umbenennen und gibst jetzt den Namen von dem Scrapbooking Kit, was du importieren möchtest. In unserem Fall ist es Lemonade and Ice Cream. Ja, im nächsten Schritt brauchen wir jetzt alle Elemente, die in dem Kit sind. Ich habe jetzt hier den Ordner rechts einfach klein geöffnet. Und jetzt nehme ich alle Elemente, die in dem Kit sind und natürlich auch die Hintergründe und ziehe sie per Drag and Drop einfach hier auf das leere Papier. Das sieht jetzt nun erst einmal ziemlich durcheinander aus und natürlich kämpft der Computer auch ein bisschen, das alles einzuladen. Aber du musst einfach nur einen kleinen Moment warten, dann ist alles irgendwie da drin. Und da brauchst du dich jetzt auch gar nicht dran stören. Wir ziehen die jetzt einfach hier in unsere Bibliothek rein, indem wir hier auf Auswahl hinzufügen klicken. Wieder ein bisschen warten und dann siehst du alle Elemente und Hintergründe in dieser Spalte. Jetzt müssen wir sie noch von deinem Hintergrund löschen. Einfach auf Leertaste klicken oder auf die Backspace-Taste und jetzt ist sie alles weg. Ja, und jetzt kannst du schon sehen, wir haben jetzt eine Bibliothek, in der einmal diese Scrapbooking-Kits sind und in der jetzt auch noch sozusagen ein Kapitel angelegt wurde, Lemonade and Ice Cream. Wir können Unterkategorien erstellen, wir können weitere Kits einladen. Ja, das ist gleich ganz uns überlassen. Da die Kits sehr groß sind, können wir die auch exportieren. Also wir können die ganze Bibliothek exportieren. Das tun wir jetzt mal. Ich benenne das jetzt einfach Digital Scrapbooking Kits oder Digital Scrapbooking Kit und exportiere das einmal. Wenn dein Programm langsamer wird, solltest du das zwischendurch vielleicht mal machen. Du kannst sie immer wieder einladen, also gar kein Problem, wenn du sie wieder brauchst. Das zeige ich dir jetzt einmal. Dafür klicken wir jetzt einmal auf Exportieren. Und wenn dem geschehen ist, dann löschen wir die einmal hier, unsere ganze Bibliothek. Und da gehen wir einfach Kategorie löschen und dann kann ich dir am besten zeigen, wie das ist, wenn wir das auch wieder reinladen. Ja, also einfach auf Plus, dann Assets importieren, dann klicke ich hier auf die Kategorie, die wir gerade erstellt haben sozusagen, also auf diese Bibliothek und öffnen das Ganze und dann ist es auch schon wieder genauso, wie wir es verlassen haben, in deinem Programm drin. Also viel praktischer wird es nicht. Ne? Und per Drag and Drop kannst du natürlich jetzt die Elemente und Hintergründe auf das weiße Papier ziehen. Ja, so einfach kann es gehen. Ne? Also einfach den Hintergrund platzieren und jetzt hast du natürlich auch eine schöne Übersicht über die ganzen Elemente und kannst jetzt einfügen, was immer du möchtest. Ja, das war's dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Ich finde Affinity Designer super hilfreich und gerade für Scrapper ist das, ja, ist das absolut hilfreich. Natürlich musst du nicht nur Scrapbooking-Sachen kannst du hier einladen, kannst natürlich auch jede andere Grafik reinladen und kategorisieren und immer wieder darauf zugreifen. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann hoffe ich, dich im nächsten Tutorial wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!